Alarm im Mehrfamilienhaus. Ein Randalierer ruft Michael Weber und Christian Reuter auf den Plan. Der Mann attackiert seine Nachbarn. Ja, lass mich erst die Handschuhe anziehen hier. So, was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Ja, was ist hier los? Ist gut? Der Mann ruft. Hey, hallo? Hey, hallo? Ganz ruhig. Hören Sie mich nicht. Ganz ruhig. Was ist los mit Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Ziehen Sie um, oder was? Wir brauchen ja nichts zu tun. Gehen Sie mal rein, Ich kriege keine Luft mehr. Was ist denn los mit Ihnen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo, kommen Sie mal runter. Kommen Sie mal runter, was ist los? Bei der Karton stehen, oder was? Ich kann das nicht leiden. Ja, dann verhalten Sie sich auch wie ein Erwachsener jetzt hier. Ja? So, ich kann nicht alles. Verstehen Sie denn nicht? Nee. Nein, wir verstehen das nicht. Wenn Sie weiter umschreiben, bleiben Sie ruhig. Setzen Sie sich mal irgendwo hin. Kommen Sie irgendwo hinsetzen. Geh mal in die Küche rein hier. Gehen Sie mal in die Küche, bitte. So, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Haben Sie eine Krankheit? Nehmen Sie Medikamente oder was? So, setzen Sie sich mal hier hin. Gehen Sie mal vorne hin. Oder noch besser da. Ja. So, wem gehören denn die Kartons jetzt hier? So, die Frage ist jetzt, haben Sie uns angerufen? Nein, ich weiß gar nicht, was wollen Sie eigentlich hier alle? Frag doch ihn mal raus, ob er angerufen hat. Haben Sie irgendeine Krankheit oder was? Ich brauche meine Tabletten. Ich habe Angstzustände und Klaustrophobie. Okay. Tim, was ist los? Was ist los? Die machen hier die ganze Bude voll, die kommen hier nicht mehr raus. Er ist psychisch ein bisschen labil und er leidet unter Klaustrophobie. Ich würde dir jetzt gerne was geben, Tim. Er hat auch gesagt, er würde irgendwie Medikamente nehmen. Ja, ich gebe ihm jetzt schnell eine Spritze. Chris, komm hier. Ja. Tim, er hat den anderen angerufen. Okay. Oh Gott, weil was ist denn los? Was ist denn passiert? Der wollte ihn nur temporär vor die Tür stellen. Der Alter hat alles zugebaut, komm hier nicht mehr raus. Aber das ist doch nicht so schlimm, Tim, komm. Ich mach das. Ich halte das nicht aus. Räumen Sie die Sachen jetzt weg. Ich brauche meinen Platz. Mach den Arm hoch. Wir kriegen das schon hin. Ist das so eine Notfallspritze oder ja, was? Ja, das ist. Ich bin Psychotherapeutin. Ich habe solche Medikamente. Ich darf das. So, komm, jetzt bleib mal ganz ruhig und beruhig dich. Wird es jetzt auch besser in der Regel? Gut. Ja, das dauert. Das geht ganz schnell. Es geht ganz schnell. Ja. Mensch, was ist denn los? Becker hat mich angerufen, dass du hier völlig ausrastest. Was ist denn los? Hat gerade eine Spritze gekriegt. Ich hab's hier nicht mehr ausgehalten, ich muss den Müll rausdrehen. Er zieht gerade aus, hat seine Sachen bei ihm vor die Tür so lang geladen, damit er die weiter unter... Ja. Er macht die Tür auf und hat die ganzen Klamotten erstmal alle weggeschmissen. Ja. Und dann ist er ihm noch an eine Wäsche gegangen, wahrscheinlich durch die Ausfallerscheinung jetzt von der Krankheit. Hast du ihn mal gefragt, ist ihm irgendwas, braucht er irgendeinen Arzt oder will er... Ihm geht's soweit ganz gut. Er wollte ihm halt nur eine Wäsche, deswegen hat er sicherheitshalber mal uns angerufen. Soll er den Kram mal wegräumen dann? Ich habe ihm gesagt, er soll erstmal die Wohnung freiräumen hier und die Sachen rausräumen. Aber wo ist Becker? Becker hat mich angerufen. Wie oft nehmen Sie Ihr Medikament am Tag? Jeden Tag. Haben Sie heute vergessen, die zu nehmen, oder was? Nein, ich habe das heute genommen. Ich nehme das jeden Tag, weil ich will das ja weghaben. Ja, wie oft nehmen Sie denn hier? Müssen Sie die nehmen? Ich muss jeden Tag eine nehmen. Eine? Morgens früh, oder was? Morgens, ja. Heute Morgen haben Sie eine genommen? Ja, ich habe sie. Und wieso haben Sie jetzt diese Ausfallerscheinung? Weil alles zu viel war, oder was? Ich habe keine Ahnung. Haben Sie immer griffbereit, die Tabletten? Ja. Wo ist denn Becker? Wo ist denn Becker? Jetzt steht immer hier am Tisch. Becker, wo bist du? Becker? Wer ist denn noch hier? Becker. Becker. Komm mal raus, das ist Ihre Tochter. Ah, okay. Sag du doch noch mal, was passiert ist. Wieso hat Tim sich denn so aufgeregt? Ich weiß nicht, der wollte Müll rausbringen und dann auf einmal ist er ausgerastet. Ich habe mich schon in der Toilette versteckt. Haben Sie jetzt Angst gehabt in der Toilette oder was? Oder kennen Sie ihn denn nicht? Doch. Ja. Er ist der Freund von meiner Mutter, aber... Okay. Und gibt er sich normalerweise nie so? Oder dass das jetzt mal eine Ausfallerscheinung war, dass Sie jetzt sich im Badezimmer eingeschlossen haben? Nein, also er war halt Müll runterbringen und auf einmal ist er da draußen ausgerastet und... Dann haben Sie Angst gekriegt, oder? Ja, ich habe mich dann einfach in der Toilette versteckt. Was ist denn los? Ich weiß überhaupt nicht, was... Aber er ist jetzt nicht körperlich angegangen, oder so? Es kann ja sein, wenn so eine Situation dann auf jemanden zukommt, der psychisch... Und passiert also dann normal. Also ist jetzt nicht... Also ist das im Prinzip nicht wirklich was für uns? Er hat jetzt seine Spritze gekriegt. Ja. Er will keinen Strafantrag. Ist auch nichts passiert? Nee, ihm ist nichts passiert. Ja. Ich habe ihm gesagt, er soll seine Sachen jetzt wegräumen und dann... wo ist denn der? Gut. Sind Sie noch da? Ja, was soll ich denn sagen? Wenn mein ja, dann räumen Sie mal weiter. Hier stehen ja immer noch Sachen jetzt. Nein, ich habe dem vorhin geholfen. Ich weiß es auch nicht. Und die sind jetzt alle, oder was? Sind sie? Ja, normalerweise kommt seine Schwester und bringt immer die Tabletten. Und ach, Sabrina. Oh, der wird langsam voll hier, ne? Oder? Wer sind Sie jetzt? Also ich bin die Schwester von Tim. Die Schwester, okay, ja. Ja, genau. Also ich habe hier den Streifenwagen gesehen. Was ist denn überhaupt hier los? Wohnen Sie in der Nachbarschaft oder was? Oder wie haben Sie den gesehen? Nein, also es ist so, also ich bringe ihm regelmäßig seine Medizin. Und deswegen, ich bin jetzt unheimlich besorgt. Darf ich mal gucken? Ja, sehr gerne.
Also das scheint irgendwie, die Medizin scheint aber nicht zu wirken. Sind Sie, was machen Sie beruflich? Ich bin Apothekerin. Sie sind Apotheker. Deswegen habe ich mich. Sie mixen die selber oder was? Nein, gar nicht. Ne? Aber wie gesagt, er kriegt die immer schon mal so abgezählt, eben halt, weil ich sorge mich ihm halt auch. Gibt es da ein Rezept für oder wie machen Sie das jetzt? Ja, natürlich. Ja, das, ne? Aber das steht direkt bei mir hinterlegt. Okay. Aber, so, heute, also Sie nehmen jeden Tag ein, morgens mit dem Mann. Alles andere ist noch eine Nahrungsergänzung, aber immer hier, wenn es hier drauf steht. Aber dürfte ich die mal bitte sehen? Dürfte ich die mal bitte sehen? Also das sind jetzt die sehen aus, ja. Blaue Pillen, das sind also nicht die richtigen, oder? Also die sind die richtigen, definitiv. Und deswegen, ich habe es gerade von Weitem gesehen, da ist ein weißes Pulver drin. Also das sind auf jeden Fall nicht die richtigen Tabletten, Tim. Doch nicht nur die offenbar manipulierten Tabletten geben den Beamten Rätsel auf. Michael Weber entdeckt zudem ein höchst interessantes Schriftstück. So, was ist das jetzt hier für eine Vollmacht? Das ist eine Vollmacht, die will ich gar nicht unterschreiben oder wollte ich auch gar nicht unterschreiben. Nee, dann erklären Sie mir doch einfach nur, was das ist. Er wollte, dass ich über sein Konto verfüge, ja. Weil er sich in so einem schlechten Zustand fühlte. Aber ich will das gar nicht. Das ist über den Tod hinaus und Kontovollmacht und sein. Ja, aber das ist. Rechnen Sie damit, dass Sie jeden Tag sterben oder ist es schon so schlimm? Es wurde halt immer schlimmer in letzter Zeit. Aber ich halte davon gar nichts. Ach komm, Daniela, lüg doch nicht so rum. Hör mal, ich wusste, du warst schon immer auf das Geld von meinem Bruder schaffen. Wieso sollte ich den Tim missbrauchen für solche Sachen? Das brauche ich doch gar nicht. Hör mal, kannst du mir bitte mal erklären, warum er da die falsche Medizin die ganze Zeit nimmt? Ich habe das keine ist gefährlich. Ahnung. Ich sehe euch Ahnung. Immer so zanken möchte. Ich habe keine Ahnung. Also da würde ich, Sie haben vollkommen recht, da würde ich genauso ausrasten hier. Und Sie sind aber permanent hier oder Sie leben hier? Sie kümmert sich um die, Sie leben hier, Sie kommen regelmäßig vorbei. Genau, Sie kümmern sich um Ihren Bruder. Richtig, genau. Haben Sie da irgendwie private Probleme, Sie beide? Nein, eigentlich nicht. Sie sagen nein, Sie sagen ja. Können Sie sich ausstehen? Ja, also Sie können sich nicht ausstehen, sehr gut. Ja, Moment mal, also Tim, das war ja auch irgendwie komisch. Ich meine, also Tim. Darf ich nur ganz kurz reingrätschen? Er hat jetzt keine Tablette bekommen, weil er hat die weiße genommen. Die scheint ja nicht zu wirken. Die grüne, wenn das die Originalen sind, vielleicht sollten Sie mal davon eine geben. Oder die mal schnell austauschen. Er hatte schon eine Notfallspritze gekriegt, dann hat er überdosiert. Achso, ja, okay. Eine Spritze hat er schon gekriegt. Ja, ich kenne mich mit der Medikation. Da ist noch eine. Dann nehmen wir mal sagen, was hier los ist. Das ist ein Psycho. Ja, hören Sie mal. Das ist ein Psycho. Ich finde im Müll eine Krankenakte, Chef. Kann nicht sein. Und wer kümmert sich um meine Klamotten? Ihre Klamotten. Die er kaputt gemacht hat. Ja, schreiben Sie auf, was kaputt gegangen ist. Und dann werden wir das auf die Anzeige wegen. Genau, Anzeige wegen irgendwas. Packen Sie mal Ihre Sachen jetzt hier weg. Weil die gehören hier nicht vor die Tür. Also, dass ich in dem so einem Psycho wohne, das kann wohl gar nicht sein. Ja, das sieht doch auch aus, oder nicht? Können. Ja, sehen Sie? Guck aber sich dann mal an, aber Sie sind doch eh im Begriff auszuziehen, oder? Okay. Warum? Das sind immer noch meine Sachen. Ja, aber dann packen Sie die Sachen mal weg jetzt. Sie haben nichts mit fremden Haustüren zu tun. Wenn ich mal Zeit habe, helfe ich Ihnen gleich. Am besten machst du die Tür zu. Patientenprotokoll. Darf ich mal eben? Nee, ich bin ja gerade am Lesen. So schnell bin ich nicht. Unklar ist, wie die streng vertrauliche Krankenakte in den Müll geraten ist. Plötzlich rückt ein anderes Familienmitglied in den Fokus der Ermittlungen. Wer malt denn hier so Herrchen? Ja, Becker ist Rebecca, ne? Heißt das richtig? Rebecca. Nee, nennen Sie Becker. Ja, okay, wir nicht. Haben Sie was damit zu tun, junge Dame? Nein, das war ich nicht. Das waren Sie nicht? Ich war das nicht. Nee? Becker, was das ist aber soll so ein das? Süffisantes wieso, Lächeln wieso dabei. Wieso nimmst du dir die Krankenakte von Tim? Wie kommst ich du da überhaupt dran? Das war ich nicht. Haben Sie ein Heft bei sich im Zimmer? Kann ich mal da reingucken? Nein. Sie haben kein Heft im Zimmer? Nein, du darfst nicht reingucken. Ich darf nicht reingucken, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber wir müssen hier mal gucken, wir müssen hier mal aufklären. Chef, da ist ein fremder Mann noch drin. Nein. Also ich möchte jetzt sofort wissen, was hier gespielt wird. Nee, Sie möchten jetzt mal gar nichts wissen. Sie möchten mal ganz ruhig sein, Sie wohnen hier gar nicht. Und wenn Sie jetzt so weitermachen, dann können Sie bitte gerne draußen warten. Geben Sie Ihrem Bruder einfach mal die Tabletten, erklären Sie ihm, wie er die nehmen soll. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Ja? Aber wieso? Ich meine, aber die kriegen eh einen Durchsuchungsbefehl, wenn Sie da reingucken. Darf ich jetzt mal da in die... Also, weit wollen wir da nicht kommen lassen. Ne? Das ist jetzt, im Moment ist ja noch nichts passiert. Auf der Suche nach einer Schriftprobe der Schülerin entdecken Michael Weber und Christian Reuter allerdings etwas weitaus Dramatischeres. Junge Dame, da hast du aber nicht richtig hier gearbeitet, hör mal. Hä? Guck mal. Ach. Rebecca, was ist das? Was soll das? Rebecca, guck mal, die sehen ja fast so aus wie... Was ist das, Becca? Bei deinem Vater die Tabletten in der Dose. Oh mein Gott. Hast du da rummanipuliert, oder was? Ich war das. Wieso? Aber Becca, wieso? Was soll das denn alles? Warum sind wir überhaupt hier hingezogen? Ich wollte in Remscheid bleiben. Aber was hat das denn damit zu tun? Köln ist viel besser.
Ja? Remscheid, da ist ja gar nichts los. Also aber wieso hast du das gemacht? Ist auf jeden Fall nichts Giftiges. Nee. Weißt du, was da passieren könnte? Denkst du Energie? Ja, aber wenn er seine Tabletten nicht nimmt, was passiert dann? Ich dann rastet er so aus, Becker. Willst du das? Ich hätte ihn vielleicht umgebracht beinahe. Ich dachte vielleicht, dass du dich dann von ihm trennst und dass wir wieder nach Remscheid ziehen. Okay, also da haben wir es. Da sind meine ganzen Freunde. Das ist nicht wahr sein. Aber ist doch kein Grund, so Unquatsch zu machen. Was soll das denn? Das ist aber viel Mühe. Wie hast du die denn da in die Tabletten reingekriegt? Aufgemacht. Aufgemacht? Ich habe das... Du hast die Originaltabletten genommen, hast die aufgemacht. Wo ist denn das, was in den Originaltabletten drin war? Habe ich weggeschmissen. Toilette oder was? Ja. Ja, Gott sei Dank. Nicht und das irgendwo. Okay, jetzt hast du die aufgemacht, hast das Dextro in dem Mörser zerkleinert und dann in die Tabletten reingepuddelt. Ja. Mhm, hab viel Arbeit gemacht. Der verzweifelten Schülerin war offenbar nicht bewusst, dass sie mit ihrer Tat das Leben ihres Stiefvaters akut gefährdet hat. Dass sie natürlich ihrer angehenden Schwägerin da Vorwürfe machen, das obliegt ihnen, ja. Aber wie gesagt, das dient natürlich keinem guten Familienleben. Ja, vielleicht sprechen sie sich mal aus und für sie vielleicht erstmal eine Stunde hinlegen, damit sie mal ein bisschen runterkommen. Oder mal ein Eis essen, ich weiß es nicht. Also, er räumt auch jetzt hier weg, noch, ja, ne?